Jungs, wir haben wieder eine Postkarte vom Domi. Was steht drin? Hallo Yassin, ich melde mich das letzte Mal bei euch aus dem Wilden Westen. Nach der Bärattacke und nach meinen immensen Schulden, die ich endlich abbezahlt habe, geht es mir wieder besser. Und ich habe mich entschieden, für immer hier zu bleiben. Mit der letzten Postkarte wollte ich euch zeigen, was für Details die sie an dieser Welt alles lieben. Los geht's. Mein Ross tut mir zwar leid, aber ich liebe die Animationen, wenn ich einen Unfall mache mit dem Ross. Ich meine, schau dir das mal an. Mein Ross hat mich nach all diesen Unfällen aber immer noch gern, ich weiss es. Vielleicht auch, weil ich ihm so rufe wie der Kratos seinem Sohn in God of War. Okay, vielleicht hasst du ihn manchmal gleich. Ich liebe es, wenn es draussen kalt ist und mein Ross gerade schnell am Rennen war, wie es dann dampft. So schön, he. Ich liebe es, wenn mein Ross einfach mal so random kackt. Und ich liebe es, wie mein Ross andere Kacke beim Durchgaloppieren zerstört. Ich liebe es, wie die Hoden von meinem Ross klein sind, wenn es draussen kalt ist, und gross sind, wenn es draussen warm ist. Ich weiss, das klingt komisch, aber es ist wunderschön. Ich liebe es, wie die Vegetation reagiert, wenn man durchläuft oder durchgaloppiert. Ich meine, es sieht einfach so realistisch aus. Und wenn es noch Schnee auf der Vegetation hat, dann geht der Schnee runter, wenn man es berührt. Fuck. Ich liebe all die alten Zeichnungen im Spiel, zum Beispiel in diesen Sammelkarten, in Zigarettenpäckchen. Ich liebe meine Gesichtsbehaarung. Ich liebe den Schlamm in diesem Spiel. Ich meine, es sieht so geil aus, so schlammig. Und die Sumpflandschaften sehen so sumpfig aus, so schön. Und der Schnee, wie er verdrängt wird von mir, wenn ich durch ihn durchlaufe. Ah. Oder Blut im Schnee, es sieht so blutig aus. Ich liebe das Licht in diesem Spiel, vor allem wenn es dunkler wird. Ich meine, schau dir das mal an, so schön. Ich liebe grusiges Wetter. Der Regen ist so befreiend. Und der Nebel ist so creepy, so schön. Ich liebe meine Kamera im Spiel, wo ich sogar Selfies machen kann. Apropos Kamera, ich liebe auch den First-Person-Mode, der alles so extrem intim macht. Aber auf der anderen Seite liebe ich auch den Cinematic-Camera-Mode, der am Ganzen ein bisschen cinematischere und eine grössere Perspektive verleiht. Ich liebe es, ins Kino gehen und irgendeinen random Film zu schauen. Ich liebe es, an Mr. Pearson beim Kochen zuzuschauen. Ich liebe es, dass man Tiere aushütten und sieht, wie brutal das eigentlich ist. Uah. Ausser bei Schlangen, da ist es lustig. Ich meine, er hütet Schlangen wie eine Banane. Ich liebe es, dass das Essen aussieht wie Essen. Ich liebe Überraschungen. Ich liebe die historisch akkuraten Details. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber schau dir das mal an. Es könnte wirklich so gewesen sein. Ich meine, es ist sehr überzeugend, es sieht geil aus, oder? Weißt du, was ich meine? Ich liebe die brutalen, blutigen Details, wo man zum Beispiel Dynamic Kill Cam sieht. Ich finde es gut, dass wenn man Leichen ausraubt, dass man wirklich sieht, was man mit diesen Leuten eigentlich angestellt hat und dass es nichts Schönes ist. Uah. Oder diese Szene hier. Ich habe den Dude gerettet, zum Arzt gebracht und der Arzt hat dann seinen Arm amputiert. Irgendwo anders hat man bei dieser Szene weggeschnitten, aber hier kann man in aller Ruhe zuschauen. Also, wie gesagt, das wär's gewesen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ich bleibe für immer hier. Vielleicht könnt ihr mich auch mal besuchen. Online. Irgendwann. Tschüss zusammen. Habt noch ein schönes Leben. Juhu! Boy.